So, nächste Folge im Podcast. Ganz speziell heute die erste Dame zu Gast, Daniela Pichler. Hallo. Hallo, freut mich sehr. Ja, mich auch. Schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Sehr gut, danke. Ja, etwas super. Aufgeregt, Grundnervosität. Brauchst nicht sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es am Podcast liegt oder an deiner Anwesenheit. Ich glaube, es liegt am Podcast. Ja? Aber dankeschön. Ja, ich habe gehört, du verlässt Graz. Genau, so ist es. Mal wieder. Ist echt, ich glaube schon das fünfte Mal, dass ich sage, ich verlasse Graz jetzt für immer. Und ich habe viermal eine Abschiedsfeier gegeben, mich von Menschen verabschiedet. Und wie man sieht, ich bin immer wieder zurückgekommen, deshalb verabschiede ich mich nicht mehr. Und dann kommst du nie wieder. Wahrscheinlich. Dann komm ich vermutlich, aber so soll es ja irgendwann auch sein. Naja, natürlich, sicher. Ich glaube, meine Glaubwürdigkeit geht verloren, wenn ich jetzt wieder eine Abschiedsfeier mache. Dann kann ich nicht wiederkommen. Ja, die Leute denken sich dann einfach, oh, schon wieder geht sie weg. Was ist mit ihr? Ja, genau. Was ist mit ihnen, ja? Bitte gehen Sie, bitte verlassen Sie diese Stadt. Ja, und wohin treibt es dich jetzt? Es treibt mich nach Frankfurt erstmal. Deutschland? Ja, Deutschland. Oha. Ich sehe Verwunderung. Ja, aber nur erstmal für ein dreimonatiges Praktikum. Ja, beim Zukunftsinstitut. Hey, cool. Das freut mich sehr. Was machen die? Zukunft. Sie kreieren die Zukunft. Wahnsinn. Sie kreieren die Zukunft. Nein, ich glaube, sie werden mir sehr böse, wenn ich das so sage, weil sie selber betonen, sie sagen die Zukunft nicht voraus, aber sie betreiben Trendforschung. Das heißt, mit verschiedenen Methoden schauen sie, welche Trends gibt es gerade, wie entwickelt sich Gesellschaft, und darauf aufbauend können sich unter anderem zum Beispiel Unternehmen an sie wenden, die Beratung suchen, wie sie sich zukünftig aufstellen sollten. Also Unternehmensberatung? Unter anderem, genau. Okay, cool. Ja, ist, ist das in deinem Bereich, was du studiert hast? Auch, es fällt schon ziemlich da rein. So Sozialwissenschaft ist so mein Bereich. Und ja, die haben Sitz in Frankfurt und in Wien. Okay, cool. Finde ich sehr spannend. Ja, Frankfurt ist eine coole Stadt. Also ich persönlich, ich habe mit Frankfurt, meine Freundin war ja 6 Monate in Frankfurt bei Ferrero. Und ich bin mit Frankfurt nicht ganz zurechtgekommen. Aber mit der Schokolade. Mit der, wie man sieht, ja. Ja, nein, das, also Frankfurt ist schon cool, eigentlich. So gesprochen. Aber es war irgendwie für mich der Effekt, dass die Fernbeziehung und dann fliegst noch von Graz nach Frankfurt und dann wieder zurück und alle 2 Monate einmal sehen. Verzeihung, das war, ich weiß nicht, ich bin jetzt zurechtgekommen. Ich bin 2-mal krank geworden in Frankfurt. Keinen Coronavirus. Übrigens, wir sitzen Corona-konform mit Babyelefant in der Mitte. Also, das passt. Der Babyelefant liegt in der Mitte. Wir sitzen am Boden. Richtig, genau. richtig chillig. Finde ich cool. Das erste Mal vor allem, dass wir nicht bei mir sind, sondern in einem geschlossenen Raum. Im Studio sind wir. Herrlich. Herrlich, wir sind on air. Aber zurück zum Thema. Es ist, war echt schwer für mich nach Frankfurt, aber im Nachhinein betrachtet finde ich es doch eine coole Stadt. Also ich würde wieder nach Frankfurt fahren, einfach nur mal, um dort zu sein und zu flanieren und alles drum und dran. Dann hast du ab 1. September 3 Monate Zeit, mich besuchen zu kommen. Ja, aber wenn wir nicht reisen dürfen, weißt du? Wenn wir nicht reisen dürfen? Naja, durch Corona ist ein bisschen schwierig. Wir dürfen. Ja, stimmt. Das stimmt schon. Deutschland ist ja keine Reisewarnung. Ja, wenn es so bleibt, dann sollte es hoffentlich passen. Ich klopfe auf Holz. Ist ein Holzboden, also tatsächlich auf Holz geklopft. Danke, dass du deine Zuhörer, Zuhörerinnen immer so einbaust. Na, muss ich ja. Die haben ja keine Ahnung, wer ich bin. Die müssen ja wissen, was abgeht. Die sehen sie ja nicht. Sehr gut. Ah, cool. Okay, und du hast jetzt den Master fertig? Genau. Wahnsinn. In Global Studies. Wahnsinn. Ja. Wie lange hast du gebraucht? Reden wir nicht. Okay. Wechseln wir doch das Thema. Gut, das Wetter ist sehr schön. Nein, ich glaube, das, es ist einfach so, es braucht immer länger, wie man glaubt. Und ich kann echt sagen, dass es eine sehr schöne, lange Studienzeit war. Also kürzer hätte ich es nicht haben wollen. Okay. So ist es. Okay, okay. Ja, ich habe halt null Connection mit der Universität. Alle meine Freunde, nicht alle, aber die meisten davon sind Uni-Abgänger, also gut, fertig studiert, inklusive meine Freundin. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, das Unileben, keine Ahnung. Es ist. Geht's da ab? Na, gar nicht. Ich bin halt ein wie sagt man, ein Hackler. Ja. Also ich nur gearbeitet und keine Ahnung. Also kann man sich diesen Uni-Alltag nicht vorstellen. Ich habe zwar schon Verständnis davon, weil Johannes kennen wir ja beide. Von dem habe ich schon sehr viel Studienleben mitbekommen, aber für mich wäre es nichts. Na? Keine Ahnung, für mich wäre das nichts. Ich bin so, vor allem,
Uni ist ja viel Eigenrecherche, ja. Da hat man nicht so wie an der FH diese, wie heißt diese Pflichtanwesenheit, ja, wo man dann wirklich zeitig das abgeben muss. Und an der Universität kannst du ja auch 20 Jahre studieren, wenn du magst, gell? Ja, nein, das wäre nichts für mich. Ich würde wirklich 20 Jahre studieren, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, weshalb ich so lange gebraucht habe. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so geworden. Und ich kann mir umgekehrt momentan, also ich freue mich sehr auf die Arbeit. Mhm. Ich freue mich eben genau darauf, in der Früh aufzustehen, in die Arbeit hinzugehen und nach Hause zu kommen und das war's. Mhm. Mhm. Und nicht permanent diesen Druck zu haben, ich könnte doch noch was machen. Mhm. Ich sollte doch eigentlich lernen, ich sollte Masterarbeit schreiben und so weiter. Aber gleichzeitig wird sicher auch ein Wechsel und ein Umbruch eben genau diese Verpflichtungen dann auch erfüllen zu müssen. Mhm, und halt weniger Freizeit zu haben. Ja, weniger Freizeit, also man gestaltet es halt anders. Ja, ja, sicher. Na, sicher, ich merke es nur jetzt bei sehr vielen Freunden und Freundinnen, die bereits arbeitstätig sind, man muss sich auch die Freizeit dann besser einteilen. Genau. Ist nicht immer so spontan bei jemandem vor der Tür stehen und Kaffee trinken, weil die sind vermutlich bei der Arbeit. Ja, genau, ja. Auch schon vorgekommen. Na sicher, na klar. Es gibt sicher extrem viele Leute, die den Studenten gegenüber oder den Lebensstil der Studenten gegenüber ein bisschen kritisch sind und sagen, die arbeiten nichts, die lernen nur. Aber ich glaube, umgekehrt wird es auch so sein, der arbeitet nur, mein Gott, der hat überhaupt keinen Spaß und so. Irgendwie muss man da einen guten Mittelweg finden. Ich kann es sehr gut verstehen, die Einstellung von Personen, die von Anfang an gearbeitet haben, eben nicht studiert haben, finde ich sehr bewundernswert, weil man hat, wie gesagt, in so einem Studium eben extrem viele Freiheiten und genau das macht es aber auch wieder so schwer. Das stimmt. Die Einteilung macht es aus. Ja. Und wenn du die Freiheit hast, der Freund fragt oder die Freundin fragt dir dann, gehen wir was saufen, gehen wir was trinken, gehen wir was essen, ja sicher bin ich dabei. Die ersten 2-3 Jahre ist es halt auch echt eher so. Ja, ja. Und dann kommt immer mehr der Druck, man sollte doch irgendwann was weiterbringen. Ja. Aber man möchte es nicht missen. Man möchte es echt nicht missen. Ja. Das ist eine wunderschöne Zeit. Das ist cool. Ja. Das ist richtig cool. Du hast ja auch eine Weiterbildung oder war es einfach nur ein Kurs, den du besucht hast, wo der Matthias Stolz dabei war? Ja, genau. Das war eine sehr schöne Zeit. Das war das Forum Altbach. Ah, ja. Im letzten Jahr. Ja. Das findet in diesem Jahr digital statt. Mhm. Wieder mit Stolz? Ich weiß nicht, ob er da sein wird. Es ist ja so ein politisches Forum, dauert 3 Wochen in Altbach, eben in Tirol. So ein kleines Bergdorf. Und man befindet sich da dann 3 Wochen in einer Seifenblase, wo jeden Tag von, ich glaube, 7 Uhr in der Früh bis um 22 Uhr durchgehend Veranstaltungen sind. Mhm. Und größere Veranstaltungen, also Vorträge, Seminare, Workshops, kleinere Gespräche mit bekannten Personen, auch weniger bekannten Personen. Und man bildet sich so halt laufend weiter und diskutiert und sehr anstrengend auch mental. Ja, glaube viele ich, ja. Veranstaltungen, die parallel stattfinden, wo man dann immer schauen muss, wo kann man mitmachen, was interessiert einen mehr, ist sehr viel Input. Und eben der Matthias Strolz, der war bei einem kleinen Gespräch, hat er sich zur Verfügung gestellt. Es war ein sehr unterhaltsamer Abend. Ja, glaube ich. Eine so interessante Persönlichkeit direkt vor der Nase sitzen zu haben und selber Fragen stellen zu können und jemand, der so offen dann und ehrlich auch einfach antwortet. Ja, der wirkt ja auch. Inspirierend. Ja, absolut. Und was hast du da mitgenommen aus dem Ganzen? Puh. Puh. Oh, das... Das hast du zu schnell gefragt. Dann frage ich dich ganz langsam, was hast du davon mitgenommen? Das ist sehr viel um Connections geht, wenn ich das ganz ehrlich sagen kann. Ja. Ich habe mir erwartet, dass in diesen 3 Wochen sehr viel mehr praktischer vorgegangen wird. Also es werden sehr viele aktuelle Themen und Probleme angesprochen. Sehr präsent war das Thema Klimawandel. Ist jetzt momentan ein bisschen untergegangen durch Corona, aber es war schon stark präsent. Und ich habe mir eher erwartet, dass praktischere Lösungsvorschläge irgendwie gesucht werden. Mhm. Aber es wurde sehr viel geredet. Das war mein Eindruck. Okay, viel Theorie, weniger Praxis. Genau, also es wurden die Probleme, die aktuell vorhanden sind, wurden immer wieder wiederholt. Und es mag jetzt vielleicht Kritik hageln, dass ich das so sehe, aber das war mein Eindruck. Ich hatte den Eindruck, wir wissen eh schon so viel.
wir müssen was tun. Wir müssen handeln. Genau. Ja, das stimmt. Das gehört schon in vielen Bereichen gehandelt. Vor allem, wenn man denkt an, vielleicht ein anderes Thema jetzt, aber was mich so erschreckt hat, ist zum Beispiel in Amerika, in den Staaten, in Atlanta, ist ja das Anti-Abortion die Regelung rausgegangen, also dass man die Abtreibung für Frauen illegal macht. Ja. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Das ist Sensation. Und ich denke mal, das sind meiner Meinung nach wahrscheinlich ältere Herren der alten Generation, die über die Zukunft oder einen Teil der Zukunft von einer Frau bestimmen. Und ich bin der Meinung, sie sollen doch den Frauen das überlassen und nicht die Männer darüber. Wir wissen es ja nicht. Weißt, das ist wir. Ja, Erzeuger, gut, aber ja. die ganzen den Aufwand und Anführungszeichen oder das Erlebnis, das hat die Frau. Und wenn es ihre Entscheidung ist, dass sie das machen will, dann soll sie es doch bitte machen. Ja. Oder? Es ist vor allem auch die Frage, wie sieht die Zukunft dann dort aus? Oder wie gehen Frauen dann damit um? Es wird wahrscheinlich fix irgendwo in einem Hinterhof einen Arzt geben, der sich dafür einsetzt und es dann macht. Genau. Und das hat es ja vorher auch schon gegeben. Ja, klar. Dann wurde es legal und jetzt gehen wir wieder zurück. Also ich verstehe, ich kann es nicht nachvollziehen. Absolut ja. Nicht. Das ist wirklich schwierig, weil was machst du, wenn du jetzt da... Weißt du, das ist ein heikles Thema. Also als Mann tue ich mir da jetzt... Ich versuche das wirklich jetzt gewählt zu formulieren. Aber was macht man, wenn man jetzt da ungewollt schwanger wird? Und die Frau entscheidet sich, das Kind nicht zu behalten. Dann hast du da drüben in diesen, ich glaube Atlanta und Florida, wer hat noch dieses System? Ein paar Bundesstaaten haben es in den Vereinigten Staaten. Was machst du dann, wenn du das nicht machen kannst? Dann musst du quasi ein Kind großziehen und dann, das ist ja irgendwie ein Hindernis. Vielleicht lebt man sich da rein und denkt man sich, na gut, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Aber die Mutter selber hat da eine Riesenblockade, oder? Ja. Würde schon sagen. Ja. Also ich war selber noch nicht in der Situation und hoffe es auch nie zu sein. Ja. Aber ja, ich glaube es auch einfach diese Angst, diese Furcht kann ich mir gut vorstellen, wenn du dich dann entscheiden musst und wenn dir von der Gesellschaft einfach schon mal dieser Riegel vorgesetzt wird und eigentlich die Entscheidung vorweggenommen wird. Genau. Wem vertraust du dich dann an? Genau, ja. Ja, also... Ich will es mir echt nicht wirklich vorstellen, was es für... Also jetzt die Vorstellung, das wäre in Österreich so. Puh. Boah, schwierig. Ja. Das ist wirklich, wenn ich so drüber nachdenke... Es ist so unrealistisch, finde ich. Ja, es ist irgendwie so fern. Genau. Und boah, und das in einem Staat, auf den die ganze Welt trotzdem nach wie vor irgendwie schaut. Über ein Jahrhundert oder zumindest sehr viele Jahrzehnte so das Vorzeigemodell. Mhm. Ja, stimmt. Sehr fortschrittlich und auf einmal in sehr vielen Bereichen einfach wieder ein riesen Rückschlag. Der totale Rückschlag, also Rückschritt vor allem, weil so ein Gesetz finde ich sehr, sehr, sehr kritisch. Und der Präsident da von Brasilien, Bolsonaro, glaube ich, heißt er, ja, der hat das ja auch schon überlegt. Ja. Die haben, wann war denn das? Ich glaube voriges Jahr oder eh noch dieses Jahr, es war zumindest vor Corona-Zeiten, hat es ein Treffen gegeben mit den zwei, also Donald Trump und Bolsonaro. Und da wurde das auch diskutiert. Das ist ja Wahnsinn. Ich frage mich, was in den Köpfen dieser Menschen vor sich geht und ich kann es mir nur so erklären, dass es eben so, wie du schon gesagt hast, es sind halt vorwiegend ältere, ja, Männer, aber ich glaube generell einfach ältere Menschen. Die sich mit der zunehmenden, mit dem Fortschritt einfach schwer tun. Es geht immer schneller. Entwicklung passiert schneller. Vor allem im technologischen Bereich dann auch. Und gesellschaftlich dieser komplette schnelle Wandel. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht sind wir ja irgendwann genauso. Vielleicht sind wir mit, weiß ich nicht, 70, 80 auch schon so in unseren Strukturen festgefahren. Wir wollen nichts mehr Neues. Und dann sucht man sich irgendwo einen Anker oder irgendwas, was noch so war, wie es halt früher war. Ja, wo man sich ein bisschen Sicherheit dann noch hat, eine Komfortzone aufgebaut. Und ja, das ist interessant, das ist wirklich interessant. Wobei, es gibt ja auch sehr weltoffene ältere Leute. Gibt es auch. Paradebeispiel, Naomi mit 80 und ein Tablet. Ja.
Oder? Ja. Und da denke ich mal, es geht ja. Auf jeden Fall. Es geht ja. Ist ja der persönliche Einstellung und ich glaube, man muss wirklich, um den Anschluss an die Gesellschaft nicht zu verlieren, sich laufend einfach weiterbilden und weiterentwickeln. Mhm. Aber es kostet natürlich sehr viel Energie und einfacher ist es einfach zu sagen, na, ich mag nicht und alle anderen passen sich an. Wenn man die Macht hat, ja, klar. Kann man das ja auch so irgendwie drehen. Das wäre meine Erklärung. Und natürlich mangelndes Verständnis. Also ja, absolut, wenn es jetzt um das eine Gesetz geht, absolut hirnrissig. Ja, ja, das stimmt. Also spezifisch für das Gesetz auf alle Fälle, ja. Ja. Hast du den Film Idiocracy gesehen? Nein. Hast du nicht gesehen? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Wissenslücke. Echt, wirklich? Also der Film ist ein flacher Film. Also wirklich amerikanisch und eigentlich so als Trash-Movie abgestempelt worden. Aber in dem Film, wenn ich spoilern darf, bitte? In dem Film geht es darum, dass der Typ lässt sich so, ich glaube Anfang 2000er, Ende 90er einfrieren oder er nimmt irgendeine Pille, dass er halt irgendwie konserviert wird und wird dann 100 Jahre später, 30 Jahre später, ich weiß es nicht genau, aber zumindest Zeit später wieder aufgetaut oder wieder zum Leben erweckt und die Welt hat sich komplett verändert. Es ist ein Wrestler, ist Präsident, die Leute sind nur noch zu Hause und werden nur noch von Maschinen irgendwie, keine Ahnung, Essen wird gebraucht von Maschinen, sie müssen sich um nichts mehr kümmern, außer dass sie vor dem Fernseher sitzen. Und Blumen werden mit Energy Drinks bewässert und also die soziale Struktur ist komplett in sich zusammengefallen und hat sich neu erhoben mit einem komplett anderen, für mich persönlich dummen, aber doch mit einer anderen Gesellschaftsbasis. Und am Anfang des Films ist es so, da zeigen sie ein Pärchen, das akademisch ist. Das hat studiert und ist auch sehr belesen und das ist um einen Kinderwunsch gegangen. Ja. Und sie haben wirklich 7, 6, 8, 9, 10 Jahre, so eine Zeitspanne, überlegt, ja, Kinder, keine Ahnung, sind sie interviewt worden. Nein, das ist doch nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann haben sie rübergeschwenkt, andere Familie, irgendwo in Texas, eine Redneck-Familie, Kind 1, Kind 2, Kind 3, Kind 4, Kind 5. Und das ist wirklich so rausgekommen, der Stammbaum ist immer größer worden. Und sie haben es jetzt sehr überspitzt dargestellt, weil diese Familie, diese Redneck-Familie, war, sagen wir mal so, in einer Schicht zu Hause, die entweder keinen Zugang zur Bildung hat oder keinen Zugang haben will. Mhm. Und so haben sie dann eben kalkuliert, dass diese Menschen immer mehr Kinder kriegen und die dann diese Gesellschaft dann irgendwann einmal überhand nimmt. Mhm. So ist es vom Film. Und es ist interessant, weil viele Leute, wenn man so die Foren durchblättert, nehmen die aktuelle Phase gerade her und sagen, ja, das ist ja wie bei Idiocracy. Mhm. Und das ist wirklich spannend. Das kann ich dir nur empfehlen, den Film. Dankeschön, werde ich mir echt anschauen, auch wenn ich jetzt schon weiß, worum es geht. Ja, was denn? Aber trotzdem. Vielleicht habe ich ein bisschen was auslassen. Du hast Neugierde in mir geweckt. Na, schaue ich mir sehr gern an. Ich denke, bei sehr vielen Filmen, die so futuristisch angehaucht sind, ja, ist ja sehr oft ein wahrer Kern dabei. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, woher ich das habe. Das ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, aber ich kann die Quelle jetzt auch nicht mehr nennen. Da hieß es, technologischer Wandel wird auf kurze Sicht immer überschätzt, auf lange Sicht unterschätzt. Wow. Deep. Gefällt wow, dir? Ja. Na bitte, weiter. Und den finde ich echt spannend, weil ich mich selber oft dabei ertappe, dass ich das Gefühl habe, das geht mir selber zu schnell. Mhm. Ich kann jetzt schon nicht mehr mithalten, ich kenne mich technisch null aus. Dann kommt noch irgendwann künstliche Intelligenz und Robotik und wir haben ja eigentlich, so habe ich das Gefühl, keine Ahnung, wie Geräte wirklich funktionieren, was da dahinter steckt. Nee. Und ich habe schon, und ich kann mir vorstellen eigentlich, dass morgen jemand einen Roboter mich bedient. Gibt es ja auch schon teilweise. Das gibt schon, ja. Gibt schon, genau. Aber noch nicht flächendeckend. Also da habe ich das Gefühl, wir könnten überrollt werden, was laut dieser Studie nicht der Fall sein wird. Aber langfristig ist sehr, sehr, sehr viel möglich, was wir uns noch nicht mehr vorstellen können. Ja, weil die Leute von der Technik überholt werden mittlerweile und Angst davor haben. Ja. Und ich glaube, wenn man ein bisschen
offener der Technik gegenüber ist, wenn man sich interessiert, kann man dann schon ein bisschen was wegmachen. Und wenn das mehrere Menschen machen, dann kann man einen schönen Einklang haben. Weil die Technik ist überall, sie ist halt gegenwärtig. Schau Smart Homes an. Vor 5 Jahren hat keiner gedacht, dass wir Smart Homes haben werden. Ja. Wo irgend so ein Kaffeedöschen namens Alexa deine ganze Elektronik übernimmt. Ja, aber wo, da habe ich jetzt wirklich, es klingt so ein bisschen, als wäre es eine flache Frage, aber wo führt uns das hin? Idiocracy. Wir können den Podcast dann gern jetzt hier unterbrechen. Ich schaue mir den Film an. Das war's. Danke fürs Dasein. Ich lasse ihn laufen. Hat mich gefreut. Na, aber das denke ich mir, wenn. Oder nicht die Frage, ich weiß nicht, ob du Smart Home hast daheim, ob du irgendwas installiert hast. Mm-mm. Wenn alles automatisiert wird, du musst deinen Rasen nicht mehr mähen, du musst deine Rollos nicht mehr hochfahren, das ist eh schon lange, du musst nichts mehr selber machen. Ja, man erweitert die Komfortzone. Genau. Durch Hilfsmittel, dass man selber für anderes Zeit hat, was ich wieder cool finde. Das ist ein Pro-Punkt. Ja. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht um, keine Ahnung, ich muss mich nicht darum kümmern, dass die Waschmaschine läuft, ich schalte sie über das Handy ein. Rasenmäher, perfektes Beispiel, schalte ich den Roboter ein, der macht das super. Staubsauger, das gleiche. Ja. Oder ich habe vergessen, keine Ahnung, ich bin jetzt in der Arbeit und sehe, mein Herd ist noch eingeschalten, schalte ich das aus. Ja. Das ist geil. Aber die Leute neigen dazu, dass sie dann halt faul werden. Ja, genau. Weil was machst du dann mit der Zeit, die dir geschenkt wird? Genau. Ja. Das ist es. Und man muss die Zeit nutzen. Und ich finde, es ist eine coole Idee, man darf sich aber selbst nicht darin verlieren. Ja. Weil es ist, ich habe ja einen guten Freund, der hat Smart Home zu Hause, das ist ja ein Wahnsinn. Alexa Licht auf 35%, auf einmal ist das Licht anders. Mhm. Ich verstehe den technischen Hintergrund, finde ich cool, aber ich bin jedes Mal begeistert. Aber ein bisschen Angst habe ich auch, weil man denkt, die hören ja zu. Ja, aber ja. Das ist jetzt Verschwörungstheorie. Ja, okay, da kennen wir auch so wenig aus. Aber ja, abgesehen davon, das wird mich auch ein bisschen ängstigen, wenn ich weiß, irgendjemand hört dir zu. Die Daten werden dir, also ich kenne mich nicht aus, was soweit ich informiert bin, wird es dir wirklich alles aufgezeichnet und gespeichert. Ich habe nur von der einen krassen Geschichte gehört, auch sehr lückenhaftes Wissen, von irgendeinem Mordfall in den USA. Okay. In einer Wohnung und anscheinend gab es da Alexa. Alright. Genau, und dann wurde da halt versucht von der Behörde, von den Involvierten, weiß ich nicht, wer da involviert war, wurde halt Druck ausgeübt, dass sie die Daten herausgerückt werden, die Aufzeichnungen. Ich weiß allerdings nicht, wie es ausgegangen ist. Ich kann mir das schon vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das gar nicht so publik gegangen ist, weil es dann ein Image-Schaden ist. Ja. Es gibt so, man könnte jetzt etwas in die Verschwörungstheorie eintauchen, aber ich sag's einmal, es gibt einige Videos, wo man zum Beispiel Alexa oder Siri von Apple fragt, keine Ahnung, du redest ein, oder man gar nicht aktiv fragt, man schaltet das Gerät ein und wir zwei quatschen uns einfach über Waschmaschinen. Da, diese Waschmaschine, oh cool, die hat jetzt da diese Umdrehung und ich habe so viele Knöpfe dabei, ist ja wurscht jetzt da, ja. Und dann hast du plötzlich am Handy Waschmaschinenwerbung. Ja. Und das habe ich selbst schon probiert, das funktioniert. Ich habe mit einem Freund, wieder mal Johannes, den kennen wir, über Klodeckel geredet. Einfach mal stupide darüber geredet, was ist, ich hab von Amazon eine Werbung gekriegt, dass ich Klodeckel kaufen kann. Ja, unglaublich. Endlich hört man jemand zu. So kann es aussehen. Endlich hört dir jemand zu. Endlich wird dir geholfen. Endlich. Hast du einen neuen Klodeckel bekommen? Nein. Ich war beängstigt und habe dann das Telefon ins Wasser geworfen und bin nach Peru. Nein, aber es ist schon schwierig. Weil ich glaube, die Intention von diesen Firmen wie Apple, Google ist ja eine gute. Ich glaube wirklich, dass es eine gute Intention ist, um eben mit der Technologie der Menschen zu helfen. Aber, das große Aber, spielt der Staat damit mit? Was kann man da herausfinden? Man möchte ja individuelle, auf die Personen angepasste Werbungen dann machen. Wie geht das? Natürlich so. Ja, und das ist auch, ich glaube, die EU, ob sie schon dabei ist oder ob sie das in Angriff nehmen will eine eigene Social Media Plattform schaffen, ähnlich wie
wie Facebook, soll auch ähnlich funktionieren, aber anders finanziert werden. Mhm. Ich selber bin nicht auf Facebook, auch aus den bekannten Gründen und weil ich auch nicht gezielt diese Werbung geschaltet bekommen möchte. Und ich finde es einfach irgendwie unheimlich. Ich habe selber ich verstehe es, ein beängstigendes Gefühl und auch dieser manipulative Aspekt dabei. Wenn aber jede Person dafür zahlen würde, dann müsste ja keine Werbung geschaltet werden, dann könnte man das in dieser Hinsicht sehr viel freier gestalten. Natürlich, wenn du jetzt sagst, du jeder muss dafür zahlen und jede, dann schließt du wieder sehr viele aus, die sich das nicht leisten können, nicht möchten. Genau, deshalb finde ich es einen sehr guten Ansatz, wenn der Staat, die EU, diese eine soziale Plattform kreieren würde, die kostenfrei zugänglich ist. Ist ja Facebook auch. Ja, aber mit Werbung. Die wird ja, also die Finanzierung dahinter, das ist das Problem. Aha, nicht ja. Ich finde, Social-Media-Plattformen sind großartig. Mhm. Wirklich, dass man sich mit Leuten vernetzen kann, natürlich schon seit Jahren und Jahrzehnten. Aber was dann mit diesen Daten geschieht und so weiter, die Probleme dahinter, das finde ich, könnte man durch andere Social-Media-Kanäle, die eben von öffentlicher Hand finanziert werden. Aber dann ist wieder die Frage, dann hat der Staat die ganzen Daten. Richtig, richtig. Würde jetzt der Verschwörungstheoretiker sagen. Ja. Wieder haben sie meine Daten. Ist auch richtig. Das ist schwierig. Es ist und bleibt schwierig. Es ist verdammt schwierig, das Thema. Es ist dann, glaube ich, nur die Frage, will ich das... Ich habe diesen Gedanken noch nicht ausgeführt für mich persönlich, aber will ich, dass meine Daten in den Händen von den großen 5-6 sind? Mhm. Oder in den Händen von der öffentlichen Hand? Mhm. Es ist ein schmaler Grat. Absolut. Aber momentan gehen wir halt in die eine Richtung. Momentan gehen wir in eine Richtung, ja. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ne, es ist ein Spaziergang auf Messerschneide. Ah, wirklich? Ist es so? Ja, na, absolut, aber es ist ein interessanter Punkt. Das habe ich gar nicht gewusst, dass die EU das macht oder machen will. Es wird daran geforscht oder darüber diskutiert zumindest. Aber ich habe auch dahingehend nicht tiefe Einblicke. Ich kann dir aber, das wollte ich dir die ganze Zeit schon sagen, ein Buch empfehlen oder ein Autor, den kennst du wahrscheinlich schon, den Harari. Mhm. Genau, wenn du den noch nicht gelesen hast. Der beschäftigt sich nämlich sehr viel in seinen Werken mit technologischem Wandel, was möglich ist, was nicht möglich ist, welche Auswirkungen das für Gesellschaft haben kann und wie wir damit umgehen können. Sehr cool. Ich dir sehr, sehr ans Herz legen. Leute, Harari, unbedingt, unbedingt anschauen. Lesen. E-Books sind auch okay. E-Books sind auch okay, da kann man die Technik wieder nutzen. Genau, ja. Ist auch aber cool. Verfügbar. Ich habe effektiv das Buch 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert von ihm auch über ein Kindle gelesen. Mhm. Ich bin kein Fan davon. Ein Kindle, ne, ja. Nicht schlecht. Mein erstes Buch und ich werde wieder auf Bücher umsteigen. Ja? Ja. Ich finde es extrem komfortabel. Ich habe auch ein Kindle und... Ich finde es extrem angenehm, weil ich einfach den Platz einfach damit spare. Mir wurde übrigens gerade dieses Buch in die Hand gelegt. Nein, ist eine Broschüre. Eine Broschüre, ja, das stimmt. Ja. Die Harari-Story, cool. Kannst du ein bisschen was erzählen über die Lektionen? Gibt es irgendwelche, die man da... Ich würde sehr gerne, aber ich glaube, ich kann es nicht ansatzweise so wiedergeben, wie er das macht. Er schafft es einfach auf eine sehr... einfache Art und Weise, sehr komplexe Sachverhalte wiederzugeben. Ich glaube, er wird ein bisschen oder manchmal einseitig dafür kritisiert, dass es ihm so einfach dargestellt wird und mit sehr vielen Beispielen auch untermauert. Aber ich finde es einfach sehr angenehm zum Lesen. Es schaut auch sehr, sehr interessant aus, wenn ich mal eine kurze Lesung machen darf. Da gibt es eine schöne Überschrift mit Über Macht und Wahrheit. Es ist extrem schwer, die Wahrheit herauszufinden, wenn man die Welt beherrscht. Wow. Man hat einfach viel zu tun. Die meisten politischen Oberhäupter und Wirtschaftsmogulen sind ständig beschäftigt. Doch wenn man sich eingehend mit einem Thema beschäftigen will, braucht man viel Zeit und vor allem braucht man das Privileg, Zeit verschwenden zu können. Wow, wow. Was für ein Einstieg. Das werde ich unbedingt lesen. Und die Leute, bitte. Das ist, wie viele Seiten haben das? Schauen wir mal. Ich glaube, so um die 300, kann es sein? 300 Seiten? Da steht 31, 32. Ach so, ja, das ist die Broschüre dazu. Die Broschüre, herrlich. Ja, 32 Seiten. Ja, sehr cool. Das ist aber
Sieg, das wär so ein Buch, was meiner Mutter sicher gefällt. Ich stehe da sowas. Die Broschüre oder das Buch? Das Buch, definitiv, ja. Sehr gut. Cool. Wahnsinn, da wird man fortgebildet, das ist sensationell. Herrlich. Aber das denke ich mir auch, wenn es gerade da drin steht, von wegen Zeit, sich Zeit nehmen. Ja. Das stimmt ja auch wirklich. Absolut. Also das klingt jetzt total deppert, aber ich glaube bei sehr vielen auch politischen Entscheidungen, wenn man abstimmen muss und wählen gehen muss, um wirklich eine verantwortungsvolle und wie soll ich sagen, eine reflektierte Entscheidung über irgendwas treffen zu können, brauche ich Zeit, mich darüber zu informieren. Richtig. Und wer hat diese Zeit? Jeder, wenn man sie nimmt. Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass zumindest hier bei uns, du hast ein schönes Beispiel gerade verwendet, Daniela, dass du sagst, bei Wahlen, ja, als Wähler, möchte ich einmal reflektieren darüber, über die aktuelle Situation und was hat es mir gebracht, pro contra. Einmal alles Revue passieren lassen, nehme mir die Zeit dafür, A. Und B würde ich sagen, man soll sich doch einmal damit beschäftigen, was welche Partei zur Verfügung stellt. Und diese Zeit kann man sich nehmen. Sei es jetzt in der Pause kurz einmal durchlesen. Weißt du, aber die Leute wollen das ja nicht. Das ist eben das Ding, ja. Und sie gehen auf wahlkabine.at. Da werden 20 Fragen gestellt. Gut, es wird einigermaßen eh passen, aber ich finde, man kann ja nie durch 20 Fragen wissen, welche Partei einem jetzt sympathisch wirkt. Ich nehme mir wirklich die Zeit, also kann nur für mich sprechen, wenn eine Wahl ist, ich setze mich hin und lese mir die ganzen Parteiblätter durch. Und ja, es ist mühsam. Ja. Aber ich streiche mir dann Sachen raus, die ich interessant finde, und durchvergleichen. Ja. Sehr gut. Ja, aber es ist halt, leider Gottes, machen das sehr wenige. Ja. Kann sein, vielleicht machen es auch viele, aber ich habe das Gefühl, es machen wenige. Ja, eben das, ich weiß auch nicht genau, ich habe auch das Gefühl, es machen zu wenige, aber ja, auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen. Wenn ich einen 40-Stunden-Job habe, dann habe ich vermutlich auch, jetzt habe ich noch das Privileg, viel Zeit zu haben, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn ich irgendwann 40 Stunden arbeite und nicht zufällig in meiner Arbeit mit aktuellen Themen konfrontiert bin, dass ich dann am Abend heimgehe, den Fernsehen anschalte und höchstens noch Nachrichten schaue. Aber ich hoffe, dass mir immer mein Leben lang irgendwie die Zeit bleibt, mir kurz vor der Wahl eben nochmal alles zumindest ein bisschen anzuschauen. Zumindest ein bisschen reicht schon. Aber du hast Interesse dafür. Ja. Und wenn man sich dafür interessiert, ist es wieder ein komplett anderer Blickwinkel zu dem Ganzen. Und dann geht aus Interesse heraus, informiert man sich schon. Ja. Und Leute, die sich nicht interessieren, die populistische Sätze für sich verinnerlichen und sagen, der hat das so gesagt, das muss so sein. Ja. Wurscht jetzt, ob die Partei oder dieser Politiker das Wohlbefinden im Hinterkopf hat oder nicht. Aber die Leute springen auf das an, sie sind überschriftengeil. Ja, es hat der einfache Weg. Genau. Es ist der einfache Weg. Es ist schade, aber naja, es ist halt, Politik ist sowieso ein schwieriges Thema. Willst du umschwenken? Nö, okay, wir können gerne darüber weiter diskutieren. Also gern, mit dir kann man das ja. Du bist ja sehr versiert. Ich danke dir. Und sehr reflektiert. Okay, wow, danke schön. Bitte schön, natürlich, gerne. Druck. Ah, nein, easy. Wir können gern. Ein letztes Thema würde ich nur gerne mit dir ansprechen, was Politik angeht. Das ist jetzt momentan sehr aktuell. Kanye West, Präsident. Haben alle Leute genauso reagiert bei Trump. Deswegen habe ich ein bisschen Angst. Echt jetzt? Ja, ehrlich gesagt, man hat mir da nicht so. Aber ja, wie gesagt, stimmt schon. Ich mache mir da persönlich jetzt nicht so viele Gedanken. Hm. Ich glaube, ich hoffe wirklich sehr, dass der Trump nicht nochmal schafft. Aber irgendwie rechne ich stark damit. Ja, ich habe auch im Bauchgefühl das. Ja. Also ich weiß nicht, es sind schon so viele Skandale passiert um diese Person. So viel. Und der steht immer noch da. Mhm. Ja, er polarisiert. Ja. Aber durch und durch. Und ich habe einmal mit einem Bekannter, kannst du nicht sagen, es war einfach mit einer Person, die man halt beim Kaffee trinken so kennenlernt, die in der Gruppe dabei ist, wenn man über das debattiert, und das war echt interessant, weil er hat gesagt, er findet das schon in Ordnung, was der Trump macht, weil er hat America first gesagt und er macht nur in Amerika. Also er ist der erste Präsident, der keinen Krieg führt. Er spaltet das Land, war mein Gegenargument.
Aber Amerika führt momentan mit niemandem Krieg. Das ist jetzt gut, kann man jetzt positiv sehen, dass kein Krieg geführt wird, aber dafür ist halt das Land wirklich gespalten. Aber der hat, weißt du, wenn jemand schon von Österreich so denkt, was ein gutes Recht ist, er kann machen, was er will, aber jetzt denke mal nach, wie die Leute auf den Typen abfahren müssen. Mhm. Die sind ja sehr sensationsgeil, die Amis. Ja. Und die Show kriegen es. Ja, ich glaube, das hat sehr stark auch damit zusammen, wie die Menschen in den USA, nicht überall, nicht flächendeckend gleich. Sicher gibt es Küsten und Zentrum und Städte und ländliche Gebiete Unterschiede, aber generell ist die USA so als Nation ihr wirklich schon von Kindheit an so extrem präsent. Ja, natürlich. Dass Kinder in der Schule, in der Früh auf die Flagge schwören müssen oder die Nationalhymne singen müssen. Ja, ja. Ich glaube wirklich, dass in den USA ein ganz anderes Verständnis von Nationalismus herrscht. Und dass wirklich das America First generell in sehr vielen Köpfen verankert ist. Und es dann sehr leicht ist, damit zu spielen. Ja. Und dass es dann aber auch umso schwieriger ist, genau hinzusehen, wenn man in diesem System drin ist, und genau hinzusehen, wie geht es uns wirklich. Genau, ja. Ich habe keine Zahlen im Kopf, aber wenn man sich das Gesundheitssystem anschaut, das Sozialsystem, das Schulsystem, die Arbeitslosenzahl, ist ja unglaublich. Ja, vor allem jetzt zu Corona, aber jetzt war davor ich schon. War mit meiner Schwester, hatte ich das Glück, vor 3 Jahren, glaube ich, war das, oder vor 4, waren wir in Kalifornien. Da war Obama noch Präsident, oder? Ich glaube, das war kurz vor den Wahlen. Genau, das war kurz vor den Wahlen. Ja. Und das haben wir einen klassischen Roadtrip gemacht. Route 66? Ja, unter anderem. Ein Muss, geil. Richtig cool. Und San Francisco, LA, Las Vegas und dazwischen die Nationalparks. Also die haben aber auch schöne Gegenden dort. Ja, also Amerika, also die Vereinigten Staaten sind ja wirklich von der Landschaft her Wahnsinn. Montana zum Beispiel, Nevada oder die Rocky Mountains, schon cool. Aber entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen. Kein Problem, nicht zu vergleichen oder fast nicht zu vergleichen wie mit unseren Landschaften, weil du wirklich teilweise in die Natur schaust und du siehst keinen menschlichen Eingriff. Ja. Nicht so wie bei uns sieht man auf jedem Berg irgendwo noch eine Alm stehen, außer du gehst wirklich sehr weit nach oben. Ja, ja. Genau, jedenfalls in L.A. war das dann. Sind wir mit dem Auto durch die Stadt gefahren, abgesehen davon, dass es eine sehr hässliche Stadt ist, weil sie nur aus Häusern und Hochhäusern und Autobahnen besteht, die durch die Stadt laufen. Mhm. 6-spurige Autobahn, unglaublich. Oh, die Hölle. Wirklich. Ja. Aber abgesehen davon haben wir sehr viele Menschen gesehen, die auf der Straße leben, in Zelten. Wirklich Wahnsinn. Wie kleine Siedlungen in Zelten auf den Straßen. Wahnsinn. Und am Abend, sobald es dunkel wurde, hatten wir wirklich Angst, egal wo wir waren. Es war ein beängstigendes Gefühl, auch vielleicht, weil wir ein bisschen wussten, geschätzt, jede zweite Person hat eine Pistole in der Tasche. Mhm. Sehr viele Menschen hatten wir den Eindruck, die schizophren waren. Sehr viele Drogenabhängige auch, die einfach auf der Straße waren, die auch unberechenbar gewirkt haben. Mhm. Und das in den USA wiederum. Weil wir vorher davon gesprochen haben, ein fortschrittliches Land, aber so viele Menschen, die einfach auf der Straße leben, die keine Chance haben, an der Gesellschaft, an einer guten Gesellschaft teilzuhaben. Mhm. Wenn du jetzt aber in diesem System drin bist, ist es schwierig, die USA, glaube ich, nicht als der Vorzeigestaat zu sehen. Ja, klar. Du bist halt gefangen in dem, also gefangen, aber du bist halt mittendrin, statt nur dabei. Aber wie gesagt, das ist mein Blick von außen und es gibt sicher sehr viele andere Meinungen dazu. Hundertprozentig, aber ich finde das interessant. Ja, Entschuldigung bitte. Entschuldigung. Nein, aber es ist interessant, weil du das ansprichst, weil gerade diese Thematik mit Ghettos unter Anführungszeichen oder Leute, die auf der Straße leben, drogenabhängig sind. Im Musikbereich ist das Kernthema damals gewesen, in den 90ern, vom Gangster-Rap, unter Anführungszeichen Gangster-Rap. Natürlich, da sind sehr frauenverachtende Texte dabei und ja, Bullshit teilweise auch dabei, aber sehr viel sozialkritische Sachen. Vor allem Anfang der 90er, Mitte der 90er. Ich meine, Tupac Shakur ist eher ein Begriff, glaube ich. Ja, Tupac? Ja. Tupac? Ja. Ja. Snoop Dogg? Ja. Ice Cube? Ja. Ja, nein, ich bin entschuldige, super. Dr. Dre?
Ja. Ja, nein, bitte, eine Hip-Hop. Super. Na und eben, und das sind eben die Texte, wenn man sich damit befasst. Also ich liebe Rap, absolut mein Lieblingsmusikgenre. Das ist ein Wahnsinn. Sie rappen davon, wie die Polizei, den Rassismus, wie sie damit umgehen. Rodney King zum Beispiel, das ist auch so ein Thema. Oder wie die Leute von Haus zu Haus gehen, Prostitution anbieten, damit sie zu einem Crack kommen oder was weiß ich, was sie damals hatten. Unvorstellbar. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Das ist eine Sensation. Und dann denke ich mir, das ist jetzt meine Meinung über den Deutschrap, dass wir das irgendwie verknüpfen können. Dann kommen die Deutschrapper her und rappen von, wie hart es auf der Straße ist und sie haben mit Drogen gedealt, aber das war deren Entscheidung. Ja. Teilweise, weißt du? Weil in einem Sozialstaat wie Deutschland oder auch Österreich, dass man einmal auf die schiefe Bahn gerät und dass man dann wirklich nur vom Drogendeal leben kann mit Arbeitslosengeld, was wir haben, oder Mindestsicherung. Weißt du, es ist, das, man hat zumindest ein bisschen einen Staat. Zumindest ein bisschen, es ist nicht viel. Und ich glaube auch, dass viele Leute dann eingesackt sind wegen dem. Das kann ich mir schon vorstellen. Nur, sie münzen das 1:1 um, was in Amerika passiert. Mhm. Anfang 2000er, Mitte 2000er, die Deutschrapper. Und kann schon sein, ich will keinen da als Lügner hinstellen, um Gottes Willen, aber es kann schon sein, dass die ähnliche Erfahrungen gehabt haben. Nur, es ist bei weitem nicht so, wie es in Amerika drüben ist. Da wirst du nicht erschossen, weil du, weißt du, nicht den Drogendealer prellen willst. Ja. Da gibt es keine Drive-Bys, wo die Gangs nebenher fahren und tuk, 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 tuk. Ja, oder? Entschuldigung. Nein, bitte. Nein. Das ist wirklich so. Ist lustig, wenn die Leute sterben. Spaß. Tut mir leid. Alles gut. Aber ich schaue dich an und kann nicht anders. Naja, man muss mal lachen, gell? Das ist eine Witzfigur. Ach Gott, ja. Na, aber eben, das ist so interessant, weil einfach das Thema von Amerika zu uns gekommen ist. Und wo haben wir das? Wo haben wir Schießereien? Außer jetzt vor 2 Tagen in Graz, aber wir haben eine Schießerei gehabt in Graz. Hast du das gewusst? Wirklich? Ja. Nein. Ja, ja. Ich bin nach der Arbeit mit meiner wunderbaren Mopetten nach Hause gefahren und Neuhalldargasse habe ich gesehen, wie 3 riesige Polizeiwagen mit diesen Hühnern von Männern und Schildern dort waren, weil ein Typ mit dem Messer zuerst rumgefuchtelt hat. Dann ist er zurückgegangen und dann hat er angeblich mit der Waffe aus dem Auto geschossen und um sich herum geschossen. Irre! Irre! 2020 ist krass. Ja, deshalb jetzt nämlich. Ja. Ja. Wahnsinn, oder? Vergiss, was vorher war, aber diese Schießereien ist wirklich unglaublich. Mhm. Ja, man kann es nie glauben, bis es nicht da ist. Es kann auch in Graz passieren. Ja, selbstverständlich. Es kann überall passieren. Und ich habe halt irgendwie Sorge, dass die Leute dann irgendwie anfangen durchzudrehen. Und natürlich, wenn wir jetzt wieder auf Rap hingehen und die Jungen das verherrlichen, weil sie es vielleicht nicht verstehen, was da gerappt wird. Weil ich habe als Junge auch, ach cool, ja, lustige Texte und super cool und guter Beat. Und dann Jahre später kannst du den Text, wenn du dich damit befasst, und dann merkst du eigentlich, fuck, was ist da eigentlich abgegangen? Ja. Weißt du, aber das Problem ist, wenn die jungen Leute das verherrlichen, wir sind auch noch jung, aber die Teenager, dann kannst du sowas kommen. Dann kann es durchaus passieren, dass dann die Leute das auch so Gangs bilden. Und wir haben ja auch einmal vor ein paar Jahren in Graz im Volksgarten Stecherei gehabt, Tschetschenen gegen Afghanen. Ja. Und wo ich mir denke, warum? Das muss ja nicht sein. Wir bieten ja nicht einmal die Plattform dafür in Österreich, dass man so runtergeht. Oder nimmt der Staat den Leuten das alles weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß, in Amerika. Ich glaube, es ist, ich stimme denen sehr vielen Punkten zu. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch immer sehr schwierig ist, auch wirklich zu verstehen, was abgeht, wenn man im finanziell wirklich mal am Ende ist. Wenn natürlich, du, ja. Und ich glaube, es ist auch, wenn du psychisch eine schlechte Phase durchmachst, ich glaube, das kann wirklich so schnell gehen, dass du auf einmal unten bist und dann fängt die Negativspirale an und dann sitzt du auf einmal auf der Straße und du weißt nicht, wie es passiert ist. Natürlich gibt es von staatlicher Seite sicher sehr, sehr, sehr viele Hilfsmittel und Unterkünfte und es wird dir geholfen und Beratung und alles, aber ich glaube trotzdem, dass es einfach sehr schnell gehen kann und dass dann sehr schwer zu verstehen ist, wie man dann lebt oder wie es dann ausschaut, so der Alltag. Du hast absolut recht.
Weil ich glaube, die Leute, wenn sie bei dem Punkt sind, haben sie innerlich gekündigt. Ja. Und das ist, ja, es ist leicht zu reden, da gemütlich im Studio zu sitzen und darüber zu philosophieren, aber die Realität ist schon, stimmt schon. Ich merke es ja auch, ich tue ja leidenschaftlich Winzibus fahren, für die Leute, die nicht wissen, was Winzibus ist. Wir führen Essen für Obdachlose oder Leute, die sich weniger leisten können, geben Essen aus, Tee, nette Sache, ich mache es gern. Sehr cool von dir. Dankeschön. Karma auffüllen. Nein, aber ich mache es echt sehr gern. Und da merkst du halt auch, dass die Leute teilweise, ja, die haben sich damit abgefunden und die haben sich selbst in deren Kreisen wieder aufgebaut. Und ja, natürlich versuchen sie halt dann so irgendwie so zu bezirzen mit, ja, darf ich noch ein Brot haben, darf ich noch ein Brot haben. Mein Freund braucht auch noch ein Brot, weißt du, und dann verkaufen sie das. Mhm. Also weißt du, es gibt schon, ja, es macht schon Sinn, es macht ja schon Sinn. Ja. Es ist nur nicht so krass wie in Amerika, wenn du jetzt die Ghettos anschaust, in, weiß nicht, Bronx oder L.A., Compton, Watts oder wie das alles heißt. Aber es stimmt schon, da gebe ich dir absolut recht. Diesen eine Punkt hatte ich nicht Ebene. Beachtet. Vielleicht auf einer anderen Ebene, aber ja. Aber gut, damit wir das Thema, also nicht zu erdrückende Themen diskutieren, lass uns über was Freuliches reden, oder noch Erfreulicheres. Corona. Nein. Sorry, der war echt schlecht. Ich glaube, wenn wir jetzt über Corona reden, werden die Leute denken, wieder, noch was. Oh. Mhm. Nein, das ist schon, glaube ich, sehr zerredet. Lass mal das einfach so liegen, ja, das Corona-Ding. Ich sehe aber bei dir da eine Goldmedaille. Oha. Und ich hätte gerne die Hintergrundgeschichte dazu. Die Hintergrundgeschichte zu dieser Medaille, das ist meine allererste und einzige Medaille, die ich jemals gewonnen habe. Auch nur fürs Mitmachen eigentlich. Das war der Halbmarathon, der stattgefunden hat in, wann war das? Ich glaube im April. Dieses Jahr? Genau. Österreich wirklich? Läuft, ja, genau. Cool. Ja. Richtig geil. So habe ich unter anderem meine, jetzt muss ich es doch ansprechen, meine Corona-Zeit verbracht, weil ich auf meiner Bucketlist, auf meiner Live-Bucketlist steht, an einem Halbmarathon teilnehmen. Geil. Ja. Check. Sehr, sehr cool. Das war natürlich virtuell, also nicht in einer Masse, sondern jede konnte innerhalb eines Wochenendes die 21 Kilometer laufen. Mhm. Es gab auch 10 Kilometer und 5 Kilometer Läufe. Und man musste sich selber die Strecke aussuchen und das selber tracken und dann hochladen. Geil. Genau, das ist sehr cool. Ist ja richtig cool. Ja. Wie lange hast du hintrainiert auf den Marathon? Boah, so, also laufen insgesamt tue ich jetzt seit ungefähr 3 Jahren. Mhm. Und so konkret darauf hintrainiert, ich glaube 2 Monate. Mhm. Und dann natürlich immer intensiver. Bis geil. Zum Schluss hin. Ja. Richtig cool. Das ist ein sehr cooles Erlebnis, kann ich auch empfehlen, weil es am Anfang war es einfach eine unglaublich lange Strecke in meiner Vorstellung. Mhm. Und jetzt denke ich mir jetzt, also jetzt soll jetzt überhaupt nicht, was soll ich sagen, überheblich klingen oder irgendwie in diese Richtung gehen, aber jetzt denke ich mir so unglaublich. Eine unglaubliche Leistung ist es auch wieder nicht. Ist halt wirklich nicht, weil andere wirklich Marathone laufen oder schneller laufen oder keine Ahnung was machen. Mhm. Natürlich geht immer mehr, aber für mich selber war es ein sehr cooles Erlebnis. Ich finde es super, weil man vor allem das Mindset ändert und man pusht sich über ein Limit, was man sich nicht vorstellen hat können, and beyond. Also das ist schon ziemlich cool. Ja. Ich finde generell, ich bin kein Läufer, um Gottes Willen. Ich habe es gehasst und mag es immer noch nicht sehr gerne. Aber ich finde es gut, dass man da so eine Motivation entwickelt und immer weiter, immer weiter. Ja. Und das ist der Sport sensationell. Ja. Da kannst du dich nämlich, das kannst du aufs Leben ummünzen, auf andere Bereiche ummünzen, wo man dann einfach sagt, gut, das ist das Ziel, das wirkt für mich jetzt extrem fern. Aber mit Fleiß und mit Mühe und mit Zeit wird das. Genau. Das finde ich echt cool. Und ich habe auch Sport, also nicht Sport per se gehasst, aber Laufen. Mhm. Habe ich sehr lange Zeit wirklich gehasst. Ich habe den Sinn dahinter nicht gesehen. Mhm. Wenn nicht in irgendeiner Art und Weise ein Ball involviert ist, dann hat es mir auch keinen Spaß gemacht. Mhm. Und ich kann mittlerweile echt sagen, ich verstehe es wird zur Sucht. Ja, ich habe schon von dieser Läufersucht gehört. Ja. Dass man irgendwann einmal beim Laufen beim Punkt ist, wo der Schmerz komplett weg ist und man wirklich in dieser Trance noch läuft. Genau. Das gibt's wirklich, ja, oder? Ja, das gibt's. Wahnsinn. Das gibt's und auch das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel aktuell
Nach 3 Tagen nicht laufen, werde ich schon unruhig. Ist gut. Ja, nein. Ja, ja, klar. Aber ja, es macht, solange es auf einem gesunden Level bleibt, glaube ich. Mhm. Ja, bis zum Extremsport wirst du es nicht machen wollen, oder? Nein, auf keinen Fall. Ja, aber Marathon? Ja, kann schon sein. Ich finde das Interessante beim Halbmarathon ist, dass man von mir aus gesehen als Hobbyläuferin an der Zeit arbeiten kann. Mhm. Ich glaube, für mich würde es bei einem Marathon nur darum gehen, lebend ins Ziel zu kommen. Wirklich. Es sind 40, 42 Kilometer. Wahnsinn. Und Wahnsinn. Da würde ich wahrscheinlich irgendwas um die 4 Stunden laufen. Wahnsinn, was ist der Rekord? Keine Ahnung. Doch, der Rekord wurde ja jetzt gerade aufgestellt von einem gewissen so und so. Okay. Sollte man vielleicht wissen. Vielleicht keine Ahnung. Erst vor kurzem. Unglaubliche Zeit. Da steht aber ein riesiges Team dahinter mit Technik und allen möglichen. Aber ich glaube, ich will jetzt nichts falsch sagen, 1 Stunde, 2 Stunden. Wahnsinn. Wahnsinn. Google das mal. Wahnsinn. Ja. Kenianer? Vermutlich. Ja, vermutlich. Ja, rassistisch, vermutlich. Der Wien-Marathon wird ja regelmäßig gewonnen von Kenianern. Ja. Aber die haben das halt im Blut. Die machen das echt gern. Das Laufen? Ja, nein. Vom Löwen davon laufen. Rassistische Witze sind übrigens nicht cool. Naja, doch, aber wenn man über alles Spaß macht, dann schon. Reflektierte rassistische. Richtig. Nee, aber die trainieren ja komplett anders. Die laufen ja am Sand. Und es ist ja, ich habe mir so eine Doku angeschaut über einen Kenianer, der trainiert für den Marathon. Und das ist ja sensationell. Der läuft Sand und Schotter, aber ja nicht Asphalt. Weil es gibt ja alles einen Widerstand. Und dadurch trainierst du deine Schnelligkeit. Es ist sensationell. Es ist wirklich sensationell, was die da für einen Aufwand betreiben. Und dann gehen sie halt, dann reisen sie wirklich nach Wien oder nach New York und gewinnen das. Und laufen. Und zu Recht. Ja. Und zu Recht, weil die was die an Arbeit da reinstecken, ist ein Wahnsinn. Ja. Und ich weiß gar nicht, hat einmal ein Österreicher einen Marathon gewonnen? Nein, ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Sport von der Wissensseite ist doch dein Ding. Ja, richtig, aber nicht laufen. Ich laufe vom Laufen davon. Also, auf Fußball. Ja, Fußball, da gibt es schon Österreicher, die irgendwann einmal was gewonnen haben. Irgendwann einmal. Wirklich? Österreich hat noch nie die Weltmeisterschaft gewonnen. Die Europa? Nein, nichts. Woran liegt das? Mindset. Weil ich habe ein bisschen reinschnuppern dürfen in die professionelle Ebene vom Fußball. Und das Problem ist, meiner Meinung nach, in der Oberliga, das ist so die viertgrößte Liga, oder noch gehen wir noch eins runter, in der Unterliga, das ist die. Du hast die erste Klasse, dann hast du die Gebietsliga, Unterliga, Oberliga. So fängt das an. Da kriegen die Leute schon Geld. Wirklich? Ich habe damals, wie ich noch gespielt habe, ich kriegt für jedes Tor 50 Euro. Wirklich? Ja. So läuft das ab. Ja. Und es wird halt immer mehr, je höher du kommst. Dann irgendwann einmal schließt du einen Profivertrag ab, dann bist du in der Regionalliga oder Landesliga und dann verdienst du dein Geld mit Fußball. Und das ist das Problem. Das ist das Problem, weil in der Bundesliga ist die höchste Liga, Österreich zumindest. Und was kriegt er in der Woche? 1500 Euro in der Woche? Mhm. Ja. Wie sollst du da einen Leistungsanspruch haben? Es gibt genug Ausnahmetalente, die es geschafft haben und ich glaube auch, dass die genug trainieren. Aber meiner Meinung nach ist es das Mindset. Warum soll ich mehr leisten? Ich kriege ja immer Geld. Wirklich? Glaubst du, dass es daran liegt? Ich glaube, dass es daran liegt. Das ist interessant. Weil die Deutschen haben eine komplett andere Herangehensweise an das. Und die Deutschen sind extrem gut im Fußball. Wie funktioniert es dort? Ich glaube, strukturierter. Ich glaube, dass dort das Training oder sagen wir das Mentaltraining so abläuft, dass man halt schon auch ein bisschen was verdient. Aber bei weitem nicht so gut wie in Österreich, zumindest in den unteren Ligen. Mhm. Und dann in der Bundesliga Millionen. Und dann erst, aha. Glaube ich. Interessant, ja. Kann ich mir so vorstellen, weil sonst wäre Österreich besser. Ja. Mein Salzburg ist ein Wahnsinn. Aber die haben genug Geld dahinter. Ich habe nämlich immer gedacht, es ist wirklich, weil Österreich Skination ist. Das sind sie auch Geld, nicht mehr. Auch nicht mehr, aber dass mehr Geld in den Wintersport investiert wird. Und das kann durchaus sein. Mhm. Das kann durchaus sein. Ich bin sowieso ein großer Fan von diesen wenn wir wieder zu Amerika zurückgehen, diese Art und Weise, wie sie den Sport pushen.
von der Schule weg, Schülerliga, dein College, also dein Stipendium wird dadurch finanziert, wenn du gut bist und du hast wirklich die Chance, dass aus dir was wird. Mhm. In Österreich, du hast da schon, wenn ich mich zurückerinnere, du hast das Leistungszentrum. Wenn du im Leistungszentrum gut bist, kommst du in die Landesauswahl und dann bist du irgendwann einmal vielleicht Profi oder vielleicht auch nicht. Aber das wird viel zu wenig gefördert. Mhm. Geh in die kleinen Dörfer, wo vielleicht, oder geh in Stadtbezirke, wo Leute sind, die nicht so viel Geld haben, sich das leisten können, und such dort die Leute raus. Mhm. Die haben Hunger, die wollen, die sind motiviert, die lieben den Sport. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht liegt es daran, wäre schon cool. Salzburg macht es ja so. Mhm. Salzburg holt sich die Jungen und wirklich von jeder Liga, wurscht ob kleinste Liga bis größte Liga, in die Akademie und gefördert, ab nach Deutschland Durchbruch, ab nach England zum Beispiel. Mhm. Geil. Das ist super. Wirklich cool. Aber es fehlt halt. Ja. Das finde ich schade. Was hältst du vom Frauenfußball, du als Experte? Wichtig. Wichtige Frage. Frauenfußball wird extrem unterschätzt und ich hasse es nichts mehr, wenn diese klassischen Beisel-Gespräche sind. Beisel-Gespräche sind so Mannschaft A gegen Mannschaft B und sie wissen alles besser. Mhm. Ja, der hätte den Ball halten müssen. Wenn er das so macht, dann wäre das natürlich so gewesen. Ja? Und ist zwar schön und gut, ist die Kultur so, aber beim Frauenfußball merke ich einfach A an den Zuschauern, interessiert keinen. Und B, die Meinung darüber, es ist ein Männersport. Ein Blödsinn. Dass die Frauen gegen die Männer antreten, das ist ein Blödsinn. Das finde ich ist ein Blödsinn. Weil das ist ein komplett andere. Allein vom Körperlichen ist das schon was anderes. 90 Kilo Mann gegen eine 70 Kilo Frau, das ist nicht fair. Das finde ich gut, dass das geteilt ist. Aber es verdient den gleichen Respekt, weil die Frauen teilweise wirklich einen sehr schönen Fußball spielen. Und das ist sehr unterschätzt und das gehört gefördert. Okay. Wirklich, also das finde ich einfach nur so schade, dass es so belächelt wird. Mhm. Bei mir in der Nähe ist SK Sturm Frauenteam von Sturm Graz. Ja, Wahnsinn, was die machen. Da schauen wir hin, wieder schau ich da zu, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Sensationell. Besser als mache ich Männer mit dem Ball. Wirklich? Na, wirklich. Das ist interessant. Oh. Und ich finde es schade, aber es ist ja eh das Thema. Ja, bitte. Wenn du sagst, es sind keine Zuschauer oder es mangelt an Zuschauern, und das sage ich jetzt nicht, weil ich dieser Meinung bin, sondern wirklich nur, weil es mich interessiert. Mhm. Wenn es keine Zuschauer dafür gibt, sollte man diesen Sport dann fördern? Ja, weil das, was sie fabrizieren auf dem Platz, sehr schön ist. Das heißt, es liegt auch eher an diesem Mindset, dass ein gewisses Vorurteil herrscht. Zu nur Männersport. Was wollen sie? Jetzt wollen sie Fußball spielen auch. Na, Originalkommentar aus den 80ern von großen, großen Fußballern. Was wollen sie denn jetzt? Warum? Sehr lächerlich. Ich meine, es ist ja ein Witz. Es ist ein Witz, weil im Tennis funktioniert es genauso. Ja. Weißt, und Tennis ist kein Männersport. Weißt, da bin ich wirklich, wirklich, wirklich sehr traurig darüber, wenn die Leute so reden. Mhm. Weil warum? Aber ich glaube, die österreichische Frauennationalmannschaft ist auch nicht unbedingt schlecht, oder? Die kommt doch recht weit. Du, die schaffen mehr als die österreichischen. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber danke, dass du es machst. Und die Competition ist natürlich eine andere. Okay. Wie gesagt, es sind Männer gegen Männer und Frauen gegen Frauen. Natürlich sind bei den Männern die Spanier besser als die Österreicher. Aber das heißt nicht, dass die Österreicherinnen schlechter sind als die Spanierinnen. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und generell, ich bin der Meinung, muss viel mehr Beachtung geschenkt werden, weil es ist wichtig. Es ist einfach wichtiger für die Gesellschaft, dass wir eine gewisse Gleichberechtigung haben. Und diese chauvinistische Scheiße nicht gelebt werden soll. Denk nur dran, wie oft bist du beim Fortgehen schon blöd angemacht worden? Vor irgendeinem Piep. Ja, kommt vor. Oder? Ja, sicher, es kommt vor. Passiert. Sie kommen her, betrunken, mutig, greifen aufs Hinterteil und denken sich so, was ist jetzt? Ja. Was soll das? Ja. Oder gehst spazieren, meine Freundin hat mir unlängst erzählt, waren spazieren und irgendwelche Typen pfeifen nach, so, hey Baby, was machst du heute? Was soll das? Oder wenn ich die alten Säcke ausziehe mit den Augen. Ja. Ich hasse es. Unangenehm. Das. Unangenehm. Das ist wirklich extrem unangenehm. Ja. Ja. Und warum ist das so? Ja. Da haben ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von Joko und Klaas. Was genau?
Die haben diese so eine Installation gemacht über dieses Thema. Da haben sie gegen ProSieben gewonnen und haben das dann mit der Sendezeit verknüpft, genau. Gell? Mark, geile Aktion. Ich fand es auch sehr cool. Ich fand, es wurde ein bisschen für meinen Geschmack zu sehr gehypt, weil ich finde, die Themen, die sie aufgegriffen haben, waren jetzt nichts Neues. Mhm. Aber die Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Und vielleicht ist es auch ein Thema, was immer wieder präsent sein muss und mhm. immer wieder aufgezeigt werden muss, damit es in den Köpfen, also mit es in die Köpfe reingeht. Ja. Und das habe ich auch ganz cool gefunden. Absolut. Und es stimmt, so wie sie es da präsentiert haben, ich glaube, jede Frau erlebt es früher oder später. Mhm. Die Glücklichen nur einmal und die Glücklichen werden eben nur mit den Augen ausgezogen. Ja. Ja. Definitiv. Wolltest du dann aber Gegenfrage? Glaubst du nicht, dass manche Frauen das zu ihrem Vorteil nutzen? So quasi, sie wissen, wie sie ausschauen, sie wissen, wie sie sich einsetzen können oder den Körper einsetzen können in dieser chauvinistischen Männerwelt? Sehr spannende Frage. Ah? Gib mir ein konkreteres Beispiel. Zum Beispiel, Firma, Frau möchte nach oben, weiß, dass das ein ziemlicher Sau-Männerhaufen ist und weiß dann eben mit gewissen Flirt-Taktiken oder Aufmerksamkeit in gewissen Personen zu geben, dass man dann die Möglichkeit hat, hochzukommen. Mhm. Wie man so salopp sagt, hochschlafen. Mhm. Finde ich genauso verwerflich. Ja? Finde ich genauso verwerflich, dann aber auch von beiden Seiten. Mhm. Weil ich glaube, das bedingt sich ja dann wiederum einander. Mhm. Wenn ich weiß, ich kann mit dieser Masche was erreichen, mhm. dann ist ja wiederum ein Fehler im System. Mhm. Weil auch das sollte natürlich nicht belohnt werden. Na, definitiv nicht. Ganz einfach. Es fördert halt nur die Männer, die das ausleben, weil es ist bestätigt in dem, ja. was sie genau, machen. Genau, genau. Also von beiden Seiten wiederum. Ich glaube aber auch, also ich glaube schon, dass in Firmen der Sozialaspekt eine sehr große Rolle spielt. Mhm. Aber es muss halt, es ist auch da ein schmaler Grat. Ja. Einfach nur sympathisch sein, ja, gut miteinander klarkommen, ja, aber eben genau diese Vorteile ausnutzen, nein. Ganz einfach. Glaubst du, dass dann viele Frauen dann Probleme haben, weiter hochzukommen, eben weil sie nicht auf das einsteigen? Das dann heißt, die will nicht, die braucht man nicht. So in der Art und Weise? Na, glaube ich weniger. Ich glaube, mhm. das Problem, wenn Frauen oder dass nach wie vor sehr wenige Frauen in Führungspositionen sind, ja. ist auch wieder ein eher Gesellschaftsproblem, aber von der Basis her. Ich glaube, so wie wir erzogen worden sind, vielleicht sind wir die erste Generation in neuer Zeit, die mehr damit oder die stärker sensibilisiert werden. Und aufgeklärter sind. Ja. Ich hoffe, dass zukünftige Generationen oder unsere Kinder keinen Unterschied mehr machen, nämlich überhaupt gar keinen mhm. Unterschied mehr. Mhm. Ich glaube aber schon, dass wir noch so erzogen worden sind, zumindest in frühen Jahren, dass es eben Unterschiede gibt. Und wir sind gerade erst an diesem Punkt, wo wir das selber erst wieder überdenken ja. und überarbeiten. Ja, ja. Aber wenn ich von Eltern, von Großeltern, von der Gesellschaft einfach schon als kleines Kind irgendwie eingetrichtert bekomme, ein kleines Beispiel, weil ich glaube, meine Mama hat zu mir mal früher gesagt, wir gehen jetzt zum Arzt. Und es war eine Ärztin. In meinem Kopf hatte okay. ich das Bild ja. eines, es sind mhm. kleine Szenen und kleine Aussagen, die aber sehr Großes bewirken. Ja. Oder wenn man so typisch das zuschaut, dieser Junge, das ist der Rafa. Schau dir mal den Bur an, wie der da im Schlamm spielt oder irgendwas. Und zu den Mädchen immer, Mama, sei vorsichtig. Du dir nicht weh. Mhm. Das sind kleine Aspekte und die gehen einfach rein und die sitzen dann fest. Natürlich, ja. Natürlich. Ich glaube, daran liegt es zu einem großen Teil. Danach natürlich auch eine Frage von Familie, von Kindern. Umfeld. Ja. Ich glaube auch, wenn wir in unserem Alter jetzt auch gerade noch an Kinder denken und in einem, so wie es jetzt halt momentan noch ausschaut, dass der Mann eher mehr verdient, dann ist eine praktische Frage. Mhm. Wer bleibt zu Hause? Auch wenn es jetzt immer mehr die Möglichkeit gibt, dass auch der Vater zu Hause bleibt, mhm. aber wenn der Vater mehr verdient, gerade als junge Familie, ist es auch einfach die praktische Seite, dass ja. der Mann arbeiten geht.
Das stimmt. Und auch da braucht es einfach diesen Wechsel. Definitiv. Der Switch muss getätigt werden. Wobei, also ich bin absolut deiner Meinung. Das muss ich schon mal so sagen. Ich bin voll bei dir. Jetzt ist aber eine kleine Frage, die mich wurmt. Und zwar, was ist mit jenen Menschen, oder jetzt, speziell jetzt mit jenen Frauen, die bewusst Mutter werden wollen? Die hergehen und sagen, ich möchte zu Hause sein. Ich möchte die Kinder großziehen. Dieses alte Bild, das man hat, Frau vom Herd, ganz böse gesagt, Mann in der Arbeit, bringt Geld nach Hause. Das gibt es ja immer noch und sogar in unserer Generation und in dieser Generation danach gibt es ja. Das noch. Warum? Es ist sehr, sehr schön. Es ist schön, aber dann wird das Bild, oder irgendwie, das meiner Meinung nach verliert es dann ein bisschen an, wie soll ich sagen, Glaubwürdigkeit, dass man dafür eintritt, dass da Gleichberechtigung ist, weil die Frau ja sowieso von Haus aus zu Hause bleiben will, wenn man solche Beispiele nennt. Ja, ich glaube, es gibt einfach beides. Ich glaube auch, dass sich zunehmend mehr Frauen eben genau damit schwer tun, das laut sagen zu dürfen. Und ich finde es genauso richtig, wenn eine Frau sagt, sie möchte genau dieses traditionelle Bild erfüllen, aber sie soll die Freiheit haben. Das ist es. Es soll ihr ermöglicht werden, von allen Seiten. Das ist es, ja. Und ich glaube, dass es aber auch sehr, sehr viele Männer gibt, die eben auch gerne zu Hause bleiben würden. Ich hatte ein Gespräch mit einem ehemaligen Mitbewohner und der ist mittlerweile Vater. Und damals war er noch nicht Vater. Und da haben wir mal genau darüber gesprochen und er hat gemeint, er würde sich freuen, wenn er mal dann eine Frau findet und mit der sich in die verliebt und Kinder und so weiter. Und er würde so gern den Kindern alles beibringen und er würde denen gern Kochen beibringen und er würde so gern zu Hause bleiben bei denen. Oder eben geteilte Elternzeit und Arbeitszeit. Schön. Ja. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Männer, die eben auch diesen Wunsch haben, eben zu Hause zu bleiben bei den Kindern. Und ich finde, das ist wichtig zu sagen, dass es diese Männer gibt. Ja. Dass es nicht nur die Arschlöcher gibt und nicht nur jene gibt, die sagen, du bleibst daheim, ich gehe arbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig, dass du das sagst. Würdest du das machen? Würde ich das machen, wenn ich jemals Kinder haben wollen würde? Ja. Naja, schwierig. Ich glaube, dass das wird so eine 50-50-Geschichte werden. So in der Früh bin ich in der Arbeit und, oder umgekehrt. Also so der Tag wird geteilt mit Arbeit und Kindern aufpassen. Dass man das schön ergänzt, dass jeder arbeiten gehen kann, aber trotzdem für die Kinder da ist. So circa würde ich das gern haben. Ja. Weil dieses traditionelle Bild, wozu? Ja. Ich kann super kochen. Also ich lasse keinen vom Herd. Wirklich? Außer mich selber. Du hast mich noch nie eingeladen. Sprechen wir darüber. Ja, gerne, ja, kochen, ja. Nein, also prinzipiell ist das, ich würde es so wirklich so machen, dass man teils sieht, es teilt, wirklich. Aber auch da ist dann sicher wieder schwierig, dann brauchst du zwei Berufe, die kompatibel sind. Wo du sagen kannst, nur Vormittag, nur am Nachmittag, Firma und so weiter. Dann ist es wiederum einfacher zu sagen, ich arbeite, ich verdiene genug, du bleibst zu Hause, egal wer es dann ist. Und da haben wir schon ein bisschen so eines der vielen Grundproblematiken. Ein systemischer Fehler. Wahnsinn. Wahnsinn ist wie bei X-Faktor, das Unfassbare. Ja, Wahnsinn, aber definitiv. Und ich finde es aber schade, wenn wir nochmal zurückkommen zum Frauenfußball, wie die Leute darauf reagieren. Auf alles. Alles. Das ist, wenn jetzt da Beispiel, ein Mädchen ist ganz böse gesagt, eine junge Dame, Anfang 20, möchte sich ausleben. Na bitte, Hörner abstoßen. Erleben einfach, Beziehungen haben, One-Night-Stands haben, einmal über den Durst trinken, Gas geben. Wird sofort als Hure deklariert. Der Mann macht das, oh, geiler Typ. Ja, der Typ ist krass drauf. Richtiger Checker, der kennt sich aus. Das ist, ich glaube, damit habe ich mein Grundproblem. Das ist, und wenn das einmal bereinigt wird, oder was bereinigt? Böses Wort. Überwunden. Danke, wenn man das wunderbar ergänzt, wenn man das überwinden kann, glaube ich, sind wir auf einem besseren Weg. Ja. Aber ich glaube eben, dass von vielen Seiten braucht es dann einfach Mitarbeit. Ja. Das passiert nicht von heute auf morgen, sicher wird es noch Jahre und Jahrzehnte brauchen. Es braucht die Politik, die mehr, weiß ich nicht, Frauenquote, was sagst du dazu? Ich glaube, das mache ich Firmen nur wegen dieser Quote Frauen einstellen. Ja. Und das finde ich traurig. Nicht wegen der Qualität. Weißt, wenn jemand wahnsinnig gut ist, jemand also führen kann im Sinne von
Unternehmen leiten oder eine Abteilung leiten, absolut polarisiert, dann soll es doch scheißegal sein, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, ja bitte, dann lass es doch die Frau genauso machen. Ja. Wenn es das drauf hat. Und wenn es der Mann drauf hat, soll es der Mann machen. Aber es ist halt schwierig, in einem, sind wir wieder bei diesem System, in einem System, das von Männern dominiert wird, den Frauen mal die Chance zu geben. Dann muss es an unserem Geschlecht der Männer liegen, dass man diese Plattform eröffnet und Frauen die Möglichkeit gibt. Das ist sehr schön, dass du das so siehst. Nein, es ist wirklich. Weil ich kenne Frauen, die absolute Qualitäten haben, aber das wird belächelt. Warum? Warum? Warum wird das belächelt? Aus Angst, den eigenen Job zu verlieren. Und das finde ich nämlich auch einen interessanten Gedanken, dass Gleichberechtigung, nämlich wirklich absolute Gleichberechtigung, und du hast in jeder Führungsposition oder also 50-50, dann bedeutet das für Männer insgesamt, dass sie verlieren. Also im Vergleich zur jetzigen Situation. Naja, was verliert man denn? Beruflich. Naja. Wenn es der andere besser kann oder die andere besser kann, dann ist es verdient. Genau. Dann liegt es an mir. Ja, das kann schon sein. Ja. Aber trotzdem ist es dann einfach noch mehr Konkurrenz. Ja, klar. Ja. Ja, absolut, ja. Das stimmt schon. Es ist schwierig. Und der Kuchen wird nicht größer. Richtig. Ja. Sondern der wird fair geteilt, aber trotzdem muss ich dann als Mann zurückstecken. Ja, weil jetzt alle Rechte beim Mann liegen. Ja. So ganz plump gesagt. Ja. Und aber es ist interessante Gegenfrage, was meistens von so, wie heißen die Antifeministen, Machoisten, gibt es da Wort dafür? Keine Ahnung. Nennen wir es Antifeministen, die dann sagen, ja und wer geht in den Krieg? Wer kämpft an der Front? Ja. So was, und wer geht am Bau? Ja. Diese Thematiken, gell? Ja. Was dann, und dann, was sagst du drauf? Auch da, wer besser qualifiziert ist. Klar, ich tue mich da immer selber ein bisschen schwer damit, wenn es um körperliche Arbeit geht. Mhm. Weil ja, nicht jeder Mann ist stärker als jede Frau, aber prozentual gesehen sind Männer stärker als Frauen. Es ist Genetik, das ist Körperbau, genau. Biologie. Da tue mich auch schwer mit diesem Thema, aber auch da, dann sollen halt die Stärksten am Bau gehen, ja. Das sind es dann halt wirklich keine Frauen. Ich bin auch nicht für die Frauenquote am Bau. Mhm. Absolut. Ich verstehe, was du meinst, aber das nimmt man gerne als Argument. Und dann kann man sagen, naja, siehst du, wir sind ja doch das stärkere Geschlecht. Und das wird gern genutzt. Ja. Boah, vorhin schon durchgeforstet Artikel gelesen, aber auch in rechtsradikalen Foren, weil es mich auch interessiert. Und das ist einfach das Bild der Frau. Ja, Argument Nummer eins, wer zieht in den Krieg und wer geht am Bau? Na, wir natürlich. Daher, ihr macht die feinen Arbeiten und wir müssen buckeln oder was? Dann geht sie auch am Bau. Ja. Wo ich mir dann denke, Alter, du bist stärker, dann mach es doch. Du kannst das verrichten, diese Arbeit. Und wenn die Frau dann gut als Bauleiterin ist, dann soll sie Bauleiterin sein. Ja, genau. Und deinen Arsch kommandieren, weil du nicht zu mehr fähig bist, als dass du nur körperliche Arbeit verrichtest und über Frauen schimpfst. Ja, ich habe ja die Theorie, und das sage ich jetzt wirklich mit sehr großer Vorsicht, Okay. Aber dass Männer den Körper haben, die Aufgaben zu verrichten, die Frauen diktieren. Interesting. Schon, oder? Interesting. Ich werde das noch ausbauen und in einigen Jahren, wenn wir wieder mal hier sitzen. Ja, 100%. Nicht hier, sondern irgendwo im geilen Studio, ja, mit 1000 Zuschauern pro Tag. Millionen. Ja, sicher, ja. Finde ich gut. Wie würde das dann ausschauen, wenn Frauen Oberhäupter der von gewissen Staaten sind oder Ländern sind? Wie würde dann Krieg ausschauen? Kennst du Game of Thrones? Ich kenne Game of Thrones. Genau so? Genau so. Fickerei, Schlechterei, Intrigen und Menschen, die aus einer Eiswelt kommen. Ja. Ja, geil. Das ist unsere Zukunft. Ohne Technik. Wer hat was in Technik gesagt? Nein. Nix. Smart Home, was? Nein. Drachen ist die neue Zukunft. Drachen, ja. Da sollten wir investieren. Geil. Es gibt ja Drachen. Also, die sind Lego-Anne sind eigentlich Drachen, oder? Eigentlich schon so in die Richtung, ja. Würde mich interessieren, woher sie diese Mythen haben von Drachen. Haben sie irgendwann mal einen großen Lego-Anne gesehen im Schatten und haben so gedacht, oh, ein Drache. Ist Drache und Dinosaurier das Gleiche? Das ist doch hier die Frage. Krokodile sind Dinosaurier. Ja. Ha! Aber sind sie auch Drachen? Na. Warum nicht? Weil sie im Wasser sind. Es gibt keine Wasserdrachen. Und keine Flügel haben. Richtig.
Richtig. Leguane sind eigentlich auch keine Drachen, weil sie keine Flügel. Strauße? Strauße? Strauße sind der Johannes. Extrem quirlig, immer dumm schauen, den Hals ewig weit so. Und nicht fliegen können. Und nicht fliegen können. Aber wollen. Na, Bussi an Johannes. Na, definitiv, aber ja, krass. Na, Wahnsinn. Wahnsinn, Drachen. Schau, so haben wir den Bogen jetzt auch noch zur Biologie gespannt. Wahnsinn. Ja. Sensationell. Biologie. Keine Ahnung. Ich weiß, wie der Körper funktioniert. Aber doch nicht. Ist wie mit der Technik. Wir verwenden es, haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Oh, das erinnert mich gerade an den Film. Kennst du Limitless? Ja. Ich glaube schon, das mit der Pille. Was passiert, wenn man 100% unseres Gehirns genau nutzen? Will ich nicht. Willst du das? Puh, nee. Ich glaube nicht. Ich habe vorige Woche habe ich so einen Arzt, das ist gefragt worden, was ist, wir benutzen nur 20% unseres Gehirns. Und hat der Arzt gesagt, ja, mit der Zahl ist er nicht einverstanden, aber zwischen 10% und 20% irgendwo in dem Bereich sind wir. Und das ist auch gut so, hat er gemeint. Weil das wäre ja übel. Stell dir das einmal vor, du hörst, riechst, siehst alles im Moment, kannst es abspeichern, was da für ein Energieaufwand dahinter sein muss. Mhm. Weil das Gehirn arbeitet, verbraucht Kalorien und jetzt machen wir das mal 100%. Ja. Man, im Film ist das nicht dargestellt, gell, weil was nicht alles geht und was man nicht alles machen kann. Aber warum hat das Gehirn so viel mehr Potenzial? Vielleicht sind wir in der Evolution noch nicht so weit, um das herausfinden zu können. Ja, vielleicht ist es echt so irgendwann, dass der Mensch auf 100% zugreifen kann. Ja, dann sind wir so 2,50 Meter große Wesen, extrem durchtrainiert, kahlköpfig, mega weise, aber null Spaß am Leben, weil man nichts mehr falsch machen kann, weil man alles richtig macht. Ja, stimmt. Tja, Wahnsinn. Der neue Mensch. Mir einmal mein Geologie-Professor in der Hack hat mir mal erklärt, oder uns der Klasse erklärt, dass der Mensch der Zukunft bräunlich sein wird, groß und glatzköpfig. Und das so hat sich verfestigt. Ja, also interessante These. Ich habe dann auch nicht mehr weitergefragt, aber ich habe das schon cool gefunden. Er hat dann irgendwie gemeint, weil eben durch die Globalisierung und die Völker vermischen sich immer mehr, man wird immer gesünder, präzedell zumindest, dass das dann irgendwann mal so ausschauen wird. So ein Vin Diesel nur in groß und The Rock, ja, wie The Rock schauen wir dann alle aus. Wir alle. Herrlich. Schön. Ein schönes Bild. Gleichberechtigung, jeder schaut gleich aus. Jeder ist ein Mann. Da gehen wir nicht hin. Das wäre traurig, wenn alles nur Männer wären. Boah, das wären frustrierte Zeiten. Dann hast du Sparta durch und durch. Sie bekämpfen sich gegenseitig, sie vögeln miteinander, es gibt keine Nachkommen mehr. Ist vielleicht 50 Jahre Halligalli, dann ist aus. Dann ist die Menschheit vorbei. Vielleicht auch besser so. Ja, who knows? Who knows? Krass. Ja, wir sind jetzt eh schon am Ende unseres Podcasts angelangt, liebe Daniela. Wow, die Zeit verfliegt. Die Zeit verfliegt. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du dabei bist und wir haben uns lange nicht gesehen. Und finde es super, dass wir in dieser 1 Stunde 20, whatever, Themen abarbeiten haben können, ohne irgendwie geskriptet oder sowas. Das finde ich echt cool. Ja, voll. Gibt es von deiner Seite, ich gebe immer meinen Gästen beim Podcast gerne die Möglichkeit, in den letzten 10 Minuten, 5 Minuten ein bisschen Eigenwerbung zu machen oder irgendwas an die Welt rauszugeben, was du gerne mitteilen möchtest. Bitte. Auch jetzt. The stage is yours. Danke dir. Auch jetzt fragst du mich zu viel. Es wurde überhaupt vorher nicht abgesprochen. Deshalb brauche ich jetzt eine Sekunde. Bitte gerne, natürlich. Ich habe so viel zu sagen. Bitte, dann haus raus. Die Zuschauer und Zuschauerinnen sind gespannt. Zuhörer eigentlich. Schauen dort mal auch. Auf das Video. Mit einem Bild drauf. Von dir? Na, hoffentlich. Dann schalten sie ab. Na. Ja, genau. Nein, ich habe eigentlich gar nichts zu sagen. Das ist aber schade. Ach, ich antworte nur auf gezielte Fragen. Ah, oh, wirklich? Ich glaube schon. Mhm, so frei von der Leber reden, da fällt mir sehr schwer was ein. Ist so wie, wenn ich dich frage, kennst du das so, ja, wie geht's da? Was ja, tut herrlich. Sich so bei dir? Hervorragend, nix. Ja, eben. Und das haben wir schon. Ja, keine Message to the world. Keine Message, wirklich nicht. Wahnsinn. Hört euch den Podcast regelmäßig an. Ja, unbedingt, das wäre mega. Ich hätte eher eine Frage an dich noch. Na, bitte, sehr gerne. Wann sehen wir uns wieder?
am besten, wenn die Zeit für beide wieder da ist und wir dann gemeinsam was unternehmen. Ich habe gehofft, die Antwort ist Frankfurt, aber okay. Frankfurt, ja, ja, gern. Warum nicht? Sicher. Und nein, sonst Graz. Kommst du eh wieder im Zug nach Graz? Na gerne, auf alle Fälle. Und ich würde mir wünschen, dass du wieder mal kommst zum Podcast. Ja, das wäre super. Wenn ich irgendwann mal wirklich was Gescheites zu sagen habe. Aber geh bitte. Dann sehr, sehr gern. Wenn du dann berühmte Politikerin bist, wirst du wahrscheinlich keine Zeit mehr haben dafür. Ja, vermutlich. Dann bin ich der mit einem kleinen Mikrofon und sage, Frau Bickler. Jetzt wieder schon wieder. Wir haben keine Zeit. Auf die Pferde. Und reitet davon in den Sonnenuntergang. Ja, schönes Abschlussszenario. Ja, ich freue mich drauf. Absolut. Dani, es war mir eine Ehre. Ich wünsche dir alles, alles Gute in Frankfurt. Ich danke dir. Bleib gesund, halte Abstand. Ja, wie wir alle. Und ich würde sagen, auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Baba. Bis bald.